Eine leichte Erholung bei den Ölpreisen und vor allem, wenn man auf die Terminmarktkurve schaut, ist ein bisschen Optimismus angesagt, steigende Preise in Aussicht. Da wollen viele in den Ölmarkt einsteigen. Experten sprechen schon vom Investmenttourismus, aber so einfach ist es denn doch nicht. Matthias Hüppe von der HSBC. Wir sehen eine Nachfrage so hoch bzw. so niedrig wie seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Das Angebot ist zu hoch. Die Lager zu voll, die Preise zu volatil. Schauen wir jetzt gerade mal, wie es aussieht. WTI erfreulicherweise ja wieder im positiven Bereich erstmal, oder? Ja, toi, toi, toi. Also man kann ja schon sagen, positiv im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben wieder so eine leichte positive Entwicklung gesehen. Wir sind ja so knapp bei 16 Dollar das Barrel. Also von negativen Kursen sind wir weit entfernt, aber natürlich in Relation gesehen zu den Preisen, die wir noch vor einem Monat oder vor einigen Monaten gesehen haben, sind das natürlich weiterhin historisch niedrige Kurse. Brent aktuell immer etwas höher, aber wenn wir zugleich auf die Terminkurve schauen, dann kann man ein bisschen optimistischer sein, denn Öl ist in Zukunft etwas teurer. Betrachten viele ja als Einladung und als Hoffnung auf künftige Gewinne. So einfach ist es dann aber doch nicht. Zunächst, wie vermeidet man es denn, wenn man am Terminmarkt investiert, dass man auch Öl dann tatsächlich geliefert bekommt? Ja, vermeiden ist schon ein gutes Stichwort. Also ich glaube, wer am Terminmarkt aktiv ist und wirklich an der Terminbörse agiert, der muss natürlich andere Voraussetzungen bringen. Der muss auch gegebenenfalls dann den Kontrakt nehmen. Und vielleicht nur mal kurz zur Hinweis, ein Kontrakt sind 1.000 Barrel. Das heißt, wir reden da von 159.000 Litern Öl. Und das Ganze, wenn wir jetzt mal die USA sehen, das geht dann nach Cushings. Das ist so der Ölhub dort, wo dann dieser Erfüllungsort ist. Das ist natürlich etwas, was wirklich nur institutionelle, professionelle Kunden dann wirklich auch wollen, die dann das Physische haben. Um das zu verhindern, sollte man natürlich, wenn man jetzt vielleicht da wirklich in diesen Futures auch aktiv ist, den Future, also wenn man es könnte, ihn natürlich vor der Erfüllung verkaufen und dann gegebenenfalls einen neuen Future kaufen beispielsweise, um eben nicht in die Gefahr einer Lieferung zu kommen, wenn man das nicht wirklich auch annehmen kann. Ja, also der Future-Markt ist entscheidend, wenn man in Öl investieren möchte und vor allem, wenn man auch Gewinne machen möchte statt Rollverluste. Aber wie schon angedeutet, so automatisch Gewinne, nur weil die Forward-Kurve steigt, so einfach ist es ja dann doch nicht. Wie macht man denn jetzt überhaupt einen Gewinn, wenn man jetzt von einem Future in den nächsten wechselt und der dann einen höheren Preis hat? Ja, das ist ganz wichtig. Also das ist, ich glaube, das ist essentiell und das ist auch wirklich wichtig für Investoren, die jetzt aufgrund natürlich der Situation aufmerksam geworden sind und Interesse haben, auch in Öl zu investieren, sagen natürlich historisch niedrige Kurse. Das heißt, die Kurse können ja eigentlich fast nur noch steigen. Und in der Zukunft, und das ist das Entscheidende, wir haben ja schon gesagt, es ist ein Terminmarkt. Es gibt nicht den Ölpreis, sondern es gibt verschiedene Ölpreise zu den jeweiligen Fälligkeiten. Und wenn wir von Öl sprechen, dann wird immer der aktuell als nächstes fällige Kontrakt betrachtet. Aber das heißt nicht, dass das grundsätzlich der Ölpreis ist, sondern das ist eben, wie gesagt, der nächste Kontrakt. Und das ist jetzt beispielsweise Juni bei Brent und WTI. Aber es gibt auch Juli, August, September, Dezember und auch fürs nächste Jahr. Im Endeffekt hängt es ja davon ab, wie der jeweilige Investor, der sich dann an diesen Terminmärkten vielleicht, der an den Terminmärkten agiert, wann der das Öl denn dann auch wirklich braucht. Weil dafür sind die Terminmärkte natürlich in der ersten Reihe geeignet oder dafür sind sie geschaffen worden, beispielsweise für die Pharmaindustrie oder Chemieindustrie oder beispielsweise auch für Fluggesellschaften. Wenn Anleger in Öl investieren, dann machen sie das ja meistens über Open-End-Produkte. Wie passen aber solche Produkte mit sozusagen nicht vorhandener Laufzeit oder unendlicher Laufzeit zusammen mit einem auslaufenden Terminkontrakt, der immer weiter gerollt und gerollt und gerollt werden muss? Genau, also Sie haben es schon angesprochen, das ist genau der Punkt. Man kann eben nicht, also was man natürlich machen könnte, man könnte jetzt auch schon in den Dezember-Kontrakt investieren, aber die Kurven zeigen es ja auch, da notiert beispielsweise auch WTI schon bei 30, also fast beim Doppelten des jetzigen Wertes. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich möchte auf den Preis im Dezember setzen, muss man sich auch bewusst sein, aktuell notiert er schon bei 30, das ist das, was eingepreist ist. Da wir aber natürlich uns immer an dem aktuellen sogenannten Spot, an dem aktuellsten Kurs orientieren, müssen wir natürlich auch an der Stelle berücksichtigen, dass immer, wenn ein neuer Kontrakt kommt,
der Emittent jetzt beim Open-End-Produkt beispielsweise den bestehenden Kontrakt vor der Fälligkeit, vor der Lieferung verkauft und dann den nächsten Kontrakt kauft, der derzeit ja auch teurer ist. Und dieser Verkauf findet dann auch nicht in der letzten Sekunde statt, sondern beispielsweise in der Regel 2 Tage vom Auslaufen des jeweiligen Kontraktes. Bei WTI ist das zum Beispiel, wird der nächste Wechsel am 14.05. sein, während der letzte Handelstag dann am 18.05. ist beispielsweise. Bei Brent ist es dann der 26. Auf den 28. April. Und dann findet immer ein Wechsel statt. Und wenn natürlich der nächste Kontrakt, was diese Situation haben wir ja zurzeit, teurer ist als der bestehende Kontrakt, dann muss genau um diese Differenz eine Anpassung stattfinden, damit dieser Wechsel von Kontrakt A zu Kontrakt B wertneutral ist. Aber warum macht der Emittent das immer schon 2 Tage vor dem letzten Handelstag des Futures? Ja, warum macht er das? Ich glaube, das, was wir natürlich jetzt im WTI gesehen haben, am Montag mit negativen Preisen, ist vielleicht eine ganz gute Bestätigung, dass es nicht vielleicht Sinn macht, bis auf den letzten Moment zu warten. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Marktakteure, die wirklich mal in Öl investiert sind, aber nicht Interesse an einer physischen Lieferung haben, immer rechtzeitig aus dem bestehenden Kontrakt rausgehen, um dann in den nächsten Kontrakt zu gehen, um nicht in die Gefahr zu laufen, aufgrund von Fehlern und Ähnliches, dann wirklich physisch Öl zu bekommen. Und deswegen lässt man sich dann so eine Sicherheit von 2 Handelstagen dazu. Zum anderen stellt man auch fest, dass die Liquidität dann in diesen Kontrakten schon in den nächsten Kontrakt fließt, weil natürlich viele sagen, okay, jetzt ist dieser Kontrakt, der jetzt bald geliefert wird, für mich nicht mehr relevant. Ich muss mich jetzt schon an den nächsten orientieren. Das heißt, auch das Thema Liquidität, also Handelsumsätze, wechselt dann auch in den nächsten Kontrakt. Und das ist natürlich auch wieder an der Stelle wichtig. Also deswegen war es an dieser Stelle auch so gesehen gut für alle Investoren sicherlich, dass der Wechsel frühzeitig stattgefunden hat, eben 2 Tage vorher, bevor diese negativen Preise kamen, was natürlich eine Extremsituation jetzt im WTI war. Aber grundsätzlich ist das ganz wichtig und das führt natürlich bei vielen Investoren dann immer so ein bisschen zur Verwirrung, weil sie gucken dann auf den Ölpreis und sagen, der liegt ja ganz woanders und jetzt ist plötzlich aber mein Produkt müsste einen ganz anderen Wert haben. Da muss man immer berücksichtigen, dass dieser Wechsel, wie gesagt, 2 Tage vor dem Kontraktende schon stattfindet und dass dann natürlich auch der nächste Kontrakt, also in diesem Fall kommt jetzt dann der Juli-Kontrakt, der entscheidende ist, auf den man sich dann beziehen muss. Und erst 2 Tage später, beziehungsweise 3 Tage später, ist dann das, was man dann den Ölpreis nennt, der dann überall auf den Internetseiten etc. steht, dann auch der Kontrakt, auf den sich das Produkt bezieht. Wie gesagt, diese 2 Tage hat man einfach diese Differenz. Aber ich glaube, das Beispiel im WTI hat gerade gezeigt, dass das sicherlich sinnvoll ist, frühzeitig vom einen in den nächsten Kontrakt zu wechseln. Also man kann jetzt schon in den Juli-Kontrakt wechseln, aber Sie sagten auch, man kann auch jetzt schon in den Dezember-Kontrakt wechseln, der ja deutlich höher steht. Aber wenn der Referenzpreis des neuen Future-Kontrakts über dem alten liegt, was passiert dann mit dem Basispreis? Wie verändert der sich? Es muss da ja einen Aufschlag geben, sonst wäre es ja für mich einfach, heute zu einem Preis von 14, 15 Dollar in etwas zu investieren, was am Jahresende 30 Dollar kostet. Genau, also das ist ganz wichtig, das ist wertneutral und Sie haben schon gesagt, so einfach kann es nicht sein. Also wenn wir uns jetzt mal WTI angucken, da ist wirklich der Unterschied schon sehr signifikant. Aktueller Kontrakt ist bei ca. 16 US-Dollar das Barrel. Der Juli-Kontrakt, der ist bei 22 Dollar. Wir reden also von einer Differenz von 6 US-Dollar. Aber jetzt ist es nicht so, man kann jetzt nicht kaufen und sich jetzt sozusagen sicher über fast 25% Rendite freuen, 30% Rendite freuen. Das ist natürlich nicht so, sondern es ist so, dass wenn dieser Wechsel stattfindet, ich habe es ja gesagt, 2 Tage vom Auslaufen des bestehenden Kontrakts, dann wird genau die Differenz genommen und entsprechend angepasst. Wir können das Beispiel mal machen. Wir hätten jetzt einen Investor, der hat einen Open-End-Turbo auf das WTI mit einem Basispreis von 10 US-Dollar. WTI würde bei 16 US-Dollar notieren, dann ist der innere Wert 6 US-Dollar. Jetzt kommt der Wechsel in den neuen Kontrakt, der bei 22 US-Dollar, ich nehme jetzt die aktuelle Situation mal als Beispiel, notiert. Das heißt, der neue innere Wert ist dann auch weiterhin 6 Dollar. Das heißt, die Anpassung muss genau um diese Differenz von 6 US-Dollar stattfinden. Das heißt, der neue Basispreis ist dann 16 US-Dollar. Wie gesagt, der Kontrakt 22 US-Dollar. Der innere Wert ist vorher und nachher, vor dem Kontraktwechsel und nach dem Kontraktwechsel, weiterhin 6 US-Dollar. Es hat sich also da nichts geändert für den Investor. Das ist wertneutral. Nur er bezieht sich jetzt auf einen neuen Kontrakt und hat entsprechend dann auch einen neuen Basispreis. Das ist aber wirklich ganz wichtig, okay, dass man das versteht.
Also der innere Wert bleibt gleich, aber wenn wir jetzt mal auf die Gesamtsituation schauen, da hat sich da jetzt einiges geändert. Wir haben eine Contango-Situation, das ist was Seltenes, gerade bei Öl. Was heißt das und welche Folgen müssen da gerade Investoren von Hebelprodukten jetzt auch in dieser Zeit und in dieser Situation mit Contango beachten? Ja, was heißt Contango? Contango heißt einfach, dass die Preise in der Zukunft höher sind als die aktuellen Preise. Es gibt das andere auch noch, das heißt Backwardation. Das haben wir beispielsweise gesehen, als Öl extrem teuer war, als es bei 100 war. Da war die Zukunft, war in der Zukunft Öl günstiger, zumindest an den Terminmärkten, weil die Marktakteure glaubten, diese Verknappung oder diese hohe Nachfrage wird sich ein bisschen wieder beruhigen. Es wird mehr Angebot kommen. Jetzt ist genau die andere Situation, dass die Marktteilnehmer halt bereit sind, in der Zukunft mehr zu bezahlen, weil sie einfach auch sagen, okay, diese geringe Nachfrage ist ja temporär aufgrund vielleicht von Corona und Co. Das wird sich hoffentlich mit der Zeit beruhigen und die Nachfrage wird steigen. Entsprechend handeln dann auch die Kontrakte in der Zukunft teurer. Das ist ganz wichtig. Was muss man beachten? Ich habe schon gesagt, man muss sich schlau machen, wann findet immer der Kontraktwechsel statt. Und ganz wichtig ist natürlich auch, ich habe schon gesagt, Dezember WTI beispielsweise bei 30 US-Dollar. Wenn man jetzt immer diese Wechsel hätte, ne, und man bleibt im Open-End-Produkt und es wechselt jetzt immer wieder und wir sind dann wirklich im Dezember oder beziehungsweise das ist ja dann November bei 30 US-Dollar, dann hat der Investor in der Regel kein Geld gemacht, weil das ja jetzt schon in den Terminmärkten eingepreist ist. Das heißt, der Anstieg muss oberhalb der jetzigen Kurve sein. Diese ganze Kurve muss sich also nochmal nach oben verschieben, beispielsweise auf 35 oder 40 US-Dollar. Das ist ganz wichtig. Man muss sich diese Terminmarktkurven einfach auch mal anschauen. Die Emittenten geben dann eine Hilfe, wie man das an den Terminbörsen auch sehen kann, um sich dann nochmal ein Bild zu machen. Es reicht halt nicht, wie bei einer Aktie, einfach nur zu sagen, es wird schon steigen oder es soll steigen, sondern, wie gesagt, hier ist es ganz wichtig, wir reden von Terminmärkten, es gibt verschiedene Preise und man muss diese Funktionen, diese Mechanismen verstehen. Und das ist ganz wichtig, bevor man so ein Produkt kauft, wirklich erst verstehen, wie die Terminmärkte funktionieren, wie die Produkte auf die Terminmärkte funktionieren und dann kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist hier eben nicht wie eine Aktie, sondern in den Terminmärkten ist das Ganze vielleicht ein bisschen komplizierter, komplexer. Aber wie gesagt, die Zertifikate sind da sicherlich eine gute Möglichkeit, das Ganze dann auch dazu investieren, ohne überhaupt in die Gefahr zu kommen, wirklich mal Öl geliefert zu bekommen. Okay, Matthias Hüppe, vielen Dank. Gerne. Ja, wir sehen eine Erholung bei den Ölpreisen im Moment, sowohl bei WTI, das schon fast einstellig notiert hatte, wie auch bei Brent, das deutlich höher ist. Und in Zukunft, das zeigt die Vorwärtskurve, wird Öl deutlich teurer erwartet. Es ist aber nicht möglich, einfach heute einen Future zu kaufen oder den für Dezember zu kaufen, der fast doppelt so teuer ist. Denn man macht dann nicht den Kursgewinn von heute mit der Differenz für Dezember, sondern der Preis müsste weiter steigen über den Dezember-Kontrakt von ungefähr 30 Dollar hinaus, um da Gewinne zu machen. Das ist anders als an den Aktienmärkten. Terminmärkte funktionieren anders, das muss man verstehen.